Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in Ostriff auf der Karte 6. Ich habe es noch ein Stück laufen lassen, wie ich gesagt habe. Es sind noch ein paar Häuser zu bauen. Und ich werde auf alle Fälle jetzt noch eine Farm hierher bauen. Hierher vorne bauen wir eine Farm, dass die Heuschober lassen wir stehen. Wir bauen hier noch eine Farm her. Und zwar werden wir das die gleich nach vorn rücken, dass die noch gebaut wird. Damit wir noch... Naja... eine Fruchtfolge festlegen können, dass die im nächsten Jahr noch, wenn alles klappt, im nächsten Jahr noch Ertrag bringt. So. Ich lasse das mal wieder ein bisschen schneller laufen hier. Und nicht ganz auf die 3. Wer ist das hier unten? Das ist Mirefa, den haben wir doch eigentlich bedient. Den verkaufen wir nochmal 141 Salz. Die anderen sind nämlich gleich da. Genau. Salz, Sunflower Oil. Nochmal Salz. Ich stelle jetzt mal auf die 2 und da lassen wir das mal noch ein kleines Stück laufen. Dass die Farm hier bauen. Ich hoffe, dass die noch fertig werden vor dem Frühjahr. Ich denke schon. So. So, ich habe mich dazu entschlossen, dass wir, wenn die Farm fertig ist, meine Einstellung für die Farm 1 nehmen. Also wir werden dort Buchweizen, Sonnenblumen, Kartoffeln und Weizen anbauen. Kartoffeln sind sowieso fast immer alle. Sonnenblumen schon deswegen, da ich ja noch eine zweite Ölpresse bauen will. Und Weizen haben wir sowieso relativ wenig. Und perspektivisch werden wir auch noch eine Farm bauen, wo dann vornehmlich Gerste, Flachs, Hanf und mal sehen, was wir dann noch von der vierten Frucht nehmen, angebaut werden. Und damit wir
auch unsere Textilindustrie hier mit Hanf und Flachs ordentlich beliefern können. Gerste, damit wir uns endlich mal ein paar Schweine zulegen können. Und wir haben jetzt, wie viele Farmen haben wir jetzt überhaupt? Müssen wir doch mal gucken. Das ist der erste. 2, 3, 4. 4 Farmen. Wir bauen jetzt die 5. Farm. Und was ist das bei 284 Leuten? Wenn wir nämlich mal in unsere Ressourcen schauen, da sehen wir, dass wir zum Beispiel Barley Gerste für unser, die brauchen wir auch in der Brauerei, gar nichts auf Lager haben. Dann haben wir auch, glaube ich, keine großen Vorräte an Kartoffeln. Potatoes, ja, 1958, das kann man auch vergessen. Weizen, na, das sieht schon ein bisschen besser aus, da haben wir knapp 10.000. Wie sieht's mit Hemp? Mit Hanf, da haben wir auch bloß noch 835. Und Flachs. Flachs haben wir 2000. Naja gut, ist aber auch nicht so sehr berauschend. Also, wir brauchen auf alle Fälle noch ein paar Farmen. Und zwar, denke ich mir, werden wir die hier hochbauen. Wir werden hier auch noch ein paar Häuser herbauen. Und Farmen. Hier bauen wir noch 2 Häuser mit. Mit Garten. Die können wir eigentlich auch wegreißen. Wir können hier noch ein paar andere. Ne, die lassen wir mal. Wir brauchen ja auch mal irgendwann mal noch ein bisschen Honig. Und dann bauen wir hier noch ein größeres Wohnviertel her. Unsere Farm ist fertig. Superklasse. Wir haben Januar. Und da gehen wir mal in die Farm rein und tun mal unser Apply to All. Genau. Gehen hier auf die Transporteinstellung, auch Apply to All. Und stellen wir eine Managerin ein. Hoffentlich eine Managerin haben wir schon, alles klar. So, jetzt gehen wir mal auf Pause und legen mal unsere Felder an. Werden wir mal ein paar Felder hier anlegen. Es kann nichts passieren, das lassen wir jetzt auch auf Pause. Add to field. So, da werden wir mal von hier aus erstmal hier runter. Genau, 50 wird das lang. Dann so. Too long. Halt, das war schon zu kurz. Jetzt haben wir 50. Das haut einigermaßen hin. Also von hier, jetzt gehen wir mal 30 hier rüber und dann gehen wir auch wieder zurück. 27, 28, 29, 30 und jetzt von hier aus. 30 hier rüber, dass wir das in etwa in einer Flucht haben. 50 hier hoch. So, ein bisschen parallel zu unserer Farm. So, dass wir, das haben wir 49 zu 33 zu 30 und noch eins hoch. Das war auch bloß 49, müssen wir aufpassen. Ja? 50, jetzt haben wir 50. So, 32 zu 50 hier rüber. 30 zu 9, jetzt haben wir es. So, gut, Feld Nummer 1 steht. Das geht jetzt eigentlich relativ. Das erste Feld ist immer das Schlimmste, dass man das in etwa rechtwinklig hinbekommt. Dass man das auch ein bisschen also ordentlich hinkriegt. Jetzt 30. So, und jetzt geht das ja eigentlich schon ein bisschen flotter. 30 mal 50. Perfekt. Add the field. So.
einsnappen. Zu viel. 28, 29, 30. Also das finde ich ist so die einfachste Art, Felder zu bauen. Long 50 mal 30 heute. So. Und jetzt geht das Spiel nochmal los, dass wir das Feld nochmal ausrichten. So, ich denke mal. So. Das sieht etwa parallel aus, oder? So, und jetzt müssen wir das in eine Flucht kriegen. 40 sieht eigentlich ganz auch gut aus, oder? Rüber könnte ich sagen. So. So. 30, 31 mal 50. So unterschiedlich ist das. Da oben sind es 1500 Einheiten, jetzt sind es bloß 1450. Kriegt man halt nicht immer hin, dass das die volle Einheitenzahl dass man das hinkriegt. So. 30. Ja. Mal 50 ist aber wieder 1500. Egal. Gut. So. Hat gefehlt. So. 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 Jetzt haben wir 6 Felder. Und jetzt machen wir die Fruchtfolgen. Wenn wir nämlich eine Dings haben, können wir auch Fruchtfolgen festlegen. So, da fangen wir hier an mit Buchweizen. Buchweizen. Sonnenblumen. Sunflower. Brachliegen. Kartoffeln, Weizen, Sweet hier oben und nochmal Brachliegen und aktivieren. So, wieso wird da hier überhaupt nichts angezeigt? Das muss ich mal was gucken. Quatsch. Ja, ja. Alles klar, weil wir Probleme ausgeschaltet haben. Deswegen sind die Ausrufezeichen nicht da. Probleme wollen wir auch nicht wissen. So, Feld 2. Da fangen wir an mit Sonnenblumen natürlich. Wir müssen ja die Frucht folgen, dass wir immer 2 Felder brach liegen und 4 Felder anbauen. So, dann geht es dann weiter nach der Sonnenblume mit brach liegen, jetzt mit Kartoffeln, Weizen, Brach und Buchweizen. Und aktivieren. So, Feld Nummer 3. Das fängt an mit Brachliegen. Hallo. Dann geht es weiter mit, naja, üblich Kartoffeln und Weizen. Potato, Wheat. Brachliegen und jetzt kommen Buchweizen und Sonnenblumen. Sunflower. Und aktivieren. Ist es aktiviert. Oh, ich schalte jetzt bei dem Feld doch mal die Probleme an. Da sieht man, ob es aktiviert ist. So, jetzt kommt Kartoffeln und Weizen. Kartoffeln. Weizen, Brachliegen. Buchweizen. Sunflower und Brachliegen. Und aktivieren. So, hier geht es los mit Weizen, dann Brachliegen, Weizen, Sonnenblumen,
Ach, lieben Potatoes. Und auch aktivieren. So. Und das letzte fängt natürlich wieder an mit Brachliegen. Brachliegen und dann geht's los mit Buchweizen. Buchweizen und Sonnenblumen. Brachliegen. Kartoffeln und Weizen. So, und das aktivieren wir auch. Und jetzt geben wir den ganzen, überschalten die Probleme wieder aus. Die wollen wir gar nicht wissen. Na, nee, nicht da. Wieder drauf. So, nee, wir können ja trotzdem mal gucken, ob wir irgendwo welche Probleme haben. Ach, das hier oben ist leer, das ist leer, das ist leer. Das haben wir ja gesagt, dass sie das leer machen sollen. Alles klar. Aufklick. Naja, ansonsten haben wir ja keine Probleme in unserem Dorf. Zurzeit jedenfalls nicht. Hier was? Was ist denn mit den Feldern? Die sind doch aktiviert. Aktiviert. Das ist aktiviert. Das ist aktiviert. Ah, ja, die melden jetzt, dass die Nährstoffe erschöpft sind. Die liegen ja auch im nächsten Jahr brach. Na ja, gut. Oder nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Ne, es ist ja schon Januar. Das ist schon umgeschalten. Alles klar. Hier gehen wir auf Next. Hier gehen wir auf Next. Hier gehen wir auf Next. Dann gehen wir hier auch auf Next. Hier auf Next. Und hier auf Next. So, da müssten die jetzt brach liegen. Alles klar. Und die werden angebaut. Alles klar. Da haben wir doch jetzt wieder, ich denke mal, Ordnung in den ganzen Haufen hier. So. So, und jetzt gehen wir natürlich den ganzen Spaß wieder ein bisschen Geschwindigkeit. Jetzt geht's vorwärts. Und jetzt bauen wir hier natürlich noch einen Brunnen her. Denn die sollen ja später auch mal ein paar Rinder mit rein hier. Einen Rinderstall bauen wir auch mit hier her. Ja, einen Rinderstall, den drehen wir so. Halt, weiter hier hinter. Und zwischen rein muss erst noch ein Heuschub. So, alles klar. Ja. Das funktioniert hier, alles klar. Wie viel haben wir denn? Ist unsere Schlachterei überhaupt schon fertig? Wir haben da eine Schlachterei gebaut. Ist das ja eine Schlachterei, jawohl. Da stellen wir mal zwei Leute ein und Schweine, Schafe und Kühe sollen die schlachten. Alles klar. Und die kriegen auch mal ein paar Fängen mehr Geld. Alles klar. Und die holen jetzt automatisch hier, denke ich mal, Rinder aus meinem Stall. Ja, ja, es fällt jetzt schon eins vor uns, waren es 21. Jetzt haben wir 20 drin. Die holen dann schon das Schlachtvieh, was über dem Bestand ist, holen die raus. Alles klar. So, jetzt müssen wir noch bloß noch in der Granary. Müssen wir jetzt bloß noch hier zuweisen, dass er hier Fleisch und Zeug einlagern. Müssen wir, glaube ich, noch eine Grenerie bauen. Die bauen wir doch glatt mal. Was die mit hier hin? Dann machen wir einen Moment. Dann nehmen wir den mal weg. Lups, weg ist er. Da stellen wir weiter vor ihn hin. Weiter vorne. Genau. Und jetzt kommt hier eine Grenerie her. Drehen wir uns auch. Schön nebeneinander in einer Reihe. So, und die ziehen wir auch mal ein Stück vor.
die ziehen wir auch mal ein Stück vor. Hierher. Die zweite Ölshop brauchen wir jetzt noch nicht. Den schieben wir weiter nach hinten. Den brauchen wir erst, wenn die Ernte wieder rein ist. Jetzt haben wir 292 Einwohner. Wir steuern die 300 Einwohner an. Super. So, und dann werden wir perspektivisch hier oben noch eine Farm herbauen. So, das Gebiet hier, was ich jetzt mit der Maus zeige, wird für Wohnhäuser. Das wird so, naja, ich sag mal Gewerbegebiet. Und hier werden wir auch noch ein paar Wohnhäuser bauen. Ehe wir anfangen, solche großen Stadthäuser zu bauen, müssen wir uns auf alle Fälle einen Vorrat an Steinen, an Leim und an Ziegeln anlegen. Ich weiß gar nicht, ob unsere Ziegelei so richtig gut produziert. Müsste eigentlich. Die müsste ja... Wo ist denn die? Hier, hä? Trickwerk, jawohl. Wir müssten ja eigentlich hier auch schon... Hier sind 7000 Ziegel drin, alles klar. Aber ich denke, wir brauchen da hier auch nochmal ein Lagerhaus für weitere Ziegel. Was ist das? Das ist der Ascherie. Haben wir da welche geheiratet? Ist wieder jemand, gestorben? Ist da jemand gestorben? Sind jetzt bloß noch 91. Wo ist denn unser? Da ist schon wieder ein Grab der Züge gekommen. Ah ja, sieht so aus, oder? Ah ja, es sind schon wieder ein drittes da. Alles klar. Und der ist gestorben 1735. Also der ist jetzt erst... Der ist jetzt erst gestorben, genau. Februar. Gut, alles klar. Wissen wir es doch. So, die Granerie ist auch fertig. Ne? Das sieht doch super aus. So, und jetzt kann man nämlich hier... Gehen wir mal hier drauf und dann tun wir auch wieder Applidual. Hier den Transport tun wir auch einrichten. Applidual. Halt. Jawohl. So, und jetzt richten wir hier ein. Jetzt soll hier rein Beef. Erstmal Produkte festlegen. Na, Beef. Auf alle Fälle Beef. Dann kommt hier rein. So viel haben wir ja gerade. Borsemit kommt später mal rein. Aber ich glaube nicht, dass wir so schnell hier ein paar Pferde abschlachten. So, dann brauchen wir Pork. Legen wir auch schon mal fest. Muttern, Schaf. Wir haben die Schaffarm, die kennen sie ja auch. Stimmt, kennen sie ja auch schlachten. So, dann kommt hier noch rein. Burg. Und dann kommt noch ein Salo, der Speck. Machen wir den Salo. So, das dürfte es eigentlich an tierischen Produkten gewesen sein. Für Butter, Käse und da machen wir so, dann nehmen wir das Kleine. Das Kleine, was jetzt auch noch gibt. Ist das auch schon fertig? Tatsächlich. Gut, da gehen wir mal hier rein. Legen wir auch wieder für alle fest. Die Konditionen. Halt, was ist denn hier? Jetzt haben wir Replikatoren. So, hier haben wir eine eingestellt. Gut, und hier werden wir dann einlagern. Butter. Müssen wir zwar noch fertig machen: Cheese, Käse. Dann denke ich mir mal, dass man die Milch auch hier einlagert. Ja, die Milch machen wir hier rein. Die habe ich zwar hier auch irgendwo in Kopf kommt. Müssen wir mal langsam einstellen, damit wir mal schauen, was die von uns haben wollen. Die haben nichts für uns von Interesse. Potasche können wir noch nicht liefern. Aber 375, die brauchen wir selber.
Können wir noch nicht liefern. Gut, naja, gut, da können sie halt noch nichts kriegen von uns. Oder wir kaufen mal ein bisschen Eisenerz. Eisen. Den Eisenerz, wir kaufen Eisen. Und zwar kaufen wir 500. Das reicht für uns aus. Deal. Da können die wenigstens, haben wir wenigstens die Handelsbeziehung aufrechterhalten. So, schauen wir hier weiter. Alle Fälle wollen wir hier noch reinräumen, sofern wir es haben. Moment, wo ist es? Chicken Meat. Dann Hühnereier. Dann soll hier noch rein, auf alle Fälle Dörfisch, wenn wir welchen haben. Haben wir ja noch keinen produziert, aber das wird noch. Saluspeck haben wir drin. Smetana, das ist so eine Art Quark oder sowas. So, und das dürfte es dann schon gewesen sein, was wir hier reinräumen können. Genau, so wird es sein. Honig haben wir noch. Das haben wir. Hosemiet haben wir schon. Miet, Muton, Hork. Das dürfte es gewesen sein, genau. Das, und jetzt müssen wir noch die. Das, die haben 10.000 drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind wie viel? 10 durch 7 ist 1, 3 durch 7. 30. 1500, hä? Nee. Immer 7 ist 28. Das sind 400. Also machen wir mal hier 1400 draus. 1400. 1400. Halt. 100. So, meine Freunde, ich gucke gerade auf meinen Monitor. Nochmal 1400. Ja, nochmal 1400. Da haben wir noch 200 Einheiten, haben wir noch als Reserve. Wenn wir irgendwo noch nachjustieren müssen, haben wir noch ein bisschen Platz. So, alles klar. So, haben die auch schon ein paar Schafe geschlachtet. Mal gucken. Haben sie denn hier Beef? Muton haben sie auch schon. Sheepides, also Schafsleder oder Schafshäute. Tallow, Talg und Salz haben sie drin. Alles klar. Und wenn wir Talg haben, da können wir uns auch bald mal eine Seifenfabrik bauen. So, hier haben sie erstmal das Ding gebaut. Wo ist die zweite? Ja. Ah, Gott. Ability All. Wieso haben die hier auch nichts eingestellt? Da bin ich so nachlässig gewesen. Ability All. Gut. Man soll hier rein, Gott. Und jetzt bereiten wir die Bahn jetzt noch den Kuhstall bei unserer neuen Farm hier oben. Hier scheint so, als ob das hier mit dem Säen so einigermaßen geklappt hat. Ich hoffe es. Das ist brach und das ist brach. Alles brach. Gut. Wir haben hier Heu. Haben sie da schon welches? Das Ding ist noch nicht fertig. Gut. Wir werden auf alle Fälle jetzt hier oben
noch ein paar Häuser herbei. Und zwar hier. Hier oben. Bauen wir jetzt erst einmal. Hier fangen wir an mit normalen oder machen wir hier noch ein paar Gärten? Wir könnten ja hier auch noch ein paar Gärten hermachen. Mal sehen, wie es wird. So, das kann man ja auch drehen. Ne, wir drehen das mal so. Drehen mal ein bisschen hoch. Gut, machen wir. Das werden wir jetzt auch machen. Ich gehe nochmal. Auf der 1 bin ich. Ja. Wir tun mal pausieren. So, F1. Hier hin. Das können wir ja ein bisschen länger nach hinten ziehen hier. Zack. Zack. Und jetzt ziehen wir das mal hier rein und da schauen wir mal, wie die Ecke sieht gut aus. Gehen wir mal ein bisschen runter, da sehen wir das besser. Die Ecke sieht auch ganz gut aus, genau. Da stellen wir gleich mal das Haus hier oben in die Ecke. Und Enter. Und das nächste noch. Gleich mal. 1. Hoch. Dahin. Fahren wir uns auch wieder an. Na, das sieht noch nicht so optimal aus. Das kann ein Stück zurück, so rum. Dass die. Ja, so steht's besser. So, das lassen wir doch, stellen wir jetzt hier in die Ecke. Weg und Enter. Und 1 bauen wir jetzt noch hierher. So. F1. So. Ungefähr. Drehen wir mal rum, damit wir sehen, ob das allen doch hier ist, halt ungefähr hin. Ob das alles so mit einem Richtscheit gebaut haben damals, weiß ich auch nicht. Glaube ich nämlich nicht so. Vor allem in den einfachen Dörfern nicht. So, und das muss jetzt noch mal ein Stück zurück. So sieht's gut aus. Und das machen wir auch noch mal ändern. So, alles klar, meine Freunde. Es ist schon wieder soweit. Die halbe Stunde ist schon wieder rum. Geht viel zu schnell rum immer. Ich wünsche euch, wie heißt das hier? Ach, Barnikow. Ich wünsche euch wie immer eine gute Woche. Und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Ich lasse jetzt noch den Kuhstall, die Baracke und die drei Häuser bauen. Und dann stoppe ich das Spiel ab. Und dort beginnen wir unsere nächste Folge. Alles klar, meine Freunde, ich sag dann mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.